Jo, Mahlzeit Stefan. Heute gibt es keine Food Battle, sondern heute gibt es eine Kaffee Battle. Ne? Erstmal schön Kaffee rausgelassen hier in der Fuba Forest Tasse. Und boah, ich habe was Neues geschenkt gekriegt. Eine Schokolade von Naturata. Bio-Cool seit 1976. Ja, will ich auch probieren? Ja, dann bleiben wir hier. Spezial pur, laktosefrei und vegan. Made in Switzerland. Swiss made. Das heißt, du musst mindestens 50% in der Schweiz hergestellt sein. Cool. Ja, was ist denn da so drin? Ist mir eigentlich ziemlich egal, weil die hauen wir jetzt mal weg. Bourbon Vanille, Haselnüsse, Kakao, Butter, Rohrzucker, aller schöne Bio oder sonst was. Bewährte Schweizer Qualität mit besonders zartem Schmelz. Frei von Soja, Lecithin. Aha. Okay. Ja, dann gucken wir da nochmal rein. He? Okay. So. Ob die auch gut ist. Erik, mach die mal auf. Kann man hier aufreißen. Hier am Rand, hier, guck mal, hier ist eine Kerbe. Reiß mal auf. Ich muss mit einer Hand die Kamera halten. Hier, mach mal auf. Ah ja, sehr gut. Oh, super. Ah, das ist schön. Da ist noch Information innen drin zum Thema Nachhaltigkeit. Aber ich glaube, die interessiert uns jetzt gerade mal sekundär. Hehe, Erik. Ja. Bombe! Auf das Mal! Holy moly. Und lass uns mal probieren. Leg die mal hier drauf, und jawohl. So sieht die aus. Sehr gut kommentiert, jawohl. Lecker. Ja, wir probieren mal. So, probieren wir, Erik, ob die gut ist. Und? Ich brauche auch was zu meinem Cappuccino. Ja, Cappuccino. Und? Ja, gut, probier. Sieht also, echt hammergut. Wenn kein wenn vegan drauf steht, ist ja keine Milch drin. Gut, oder? Super. Probieren wir gleich noch ein Stückchen. Ja, weil ich glaube, so vegan ist nicht so lange haltbar. Ne? Das muss man sofort wegessen, gell? Oh, lecker. Also, Stefan, ich hoffe, du hast auch was Süßes hier nach dem Mittagessen, ne? Den Kaffee. Lass es dir schmecken. Wir sehen uns bei der nächsten Food Battle. Also, ciao. Ciao. Tschüss.